Ja? Ah, danke. Gut. Kann man weitermachen? Jetzt passt du mal auf, wir machen jetzt hier. Jetzt hast du mal, dass ich ein wenig konzentrierter bin. Wir schauen uns das nochmal an. Und jetzt denkt einfach, was da steht über. Jetzt, ich zeige euch jetzt nur mal ein Wort, wenn ihr das genau analysiert. Das U ist schon aufgespannt mit zwei Bündchen drüber und dann kommt die Polarität, die erweckt wird. R habe ich gesagt, liest du als Polarität über. Ihr könnt natürlich auch hier das E weglassen als Vokal. B, wenn ich sage, ist ja eigentlich Konsonant nur ein B. Und dann habe ich BR und wenn ihr im Gematriksplotter nachschaut, das heißt das Äußere. Das U mit den zwei Pünktchen drüben ist das Äußere. Ihr könnt natürlich das B, E als LF lesen, dann ist es BR und das heißt zum einen Brunnen, das Wort, aber dasselbe Wort heißt auch auslegen und erklären. Auslegen heißt, du kannst erst, wenn du was aus der Einheit, aus dir herauslegst, kannst du dir das erklären. Über die auflösende Kraft von Aleph, Aleph ist Aleph, das ist Gott mit seinen Facetten, Aleph der erste Buchstabe, der Kraft der Eins könnte ich jetzt lesen, in Verbindung mit Ben, mit seinem Sohn. Das ist Gott Vater und Gott Sohn. Dem Roten, Rot heißt wohlgemerkt auf Hebräisch auch Adam, Himmelswanderer werden die Gitterstäbe der karmischen Vergangenheit zersägt. Es gibt keine Vergangenheit. Das sind Glaubenssätze, ist ein Wissen, das du in dir entfaltest. Die Potenziale in Raum und Zeit wollen erforscht und erlebt werden. Sie wollen Teil der Schöpfung werden. Das heißt, das, was in dir schlummert, will irgendwann einmal ausgedacht werden, wie Bücher in einem Regal, Geschichten in einem Lebensregal. Du bist ein ganzes Bücherregal. Und jedes Buch, das du liest, das du durchlebst, kannst du verwirklichen und kannst sogar mitspielen. Ich sage immer wieder, die hier und jetzt von dir gedachten Gedanken sind deine Gedankenwellen und die verstreust du um dich herum in Raum und Zeit. Egal, was du dir wohin denkst, räumlich wie zeitlich, ist hier und jetzt deine Information und darüber werde ich mit einem Trockennasenaffen nicht diskutieren. Ich diskutiere mit Trockennasenaffen prinzipiell nicht. Ich erkläre das jetzt dem Geist, der mir zuhört, der irgendwann einmal das Gefühl bekommen muss, dass er der Einzige ist, der immer ist. Und zwar deshalb, dass du erkennst, ich, der Geist, der wo was erlebt, der schaut, der träumt. Ich kann selber in mir nicht in Erscheinung treten, ohne mich im selben Moment so einen Gedanken von mir zu machen. Wie sieht das Meer aus, das die Form eines Meers aufwirft? Oder ich symbolisiere, das ist mein tausendfach zitierter Satz, wir symbolisieren jetzt bewusst den Geist, der wir selbst sind, den wir nicht denken können, als 200 Gramm rohe Gnede. Und da wirst du 200, das Zeichen heißt Rosh, das ist Resh, Rosh, das ist der Kopf, Bereshit, inmitten dieses Kopfes. 200 Gramm, GR heißt der Reisende, MM plus M minus M. Eine geistige Berechnung wird MM Gramm. Das sagt auch das Lamm, der Lichtschöpfer und plus M minus M. Jeder Mom-N, der in dir auftaucht, MOM auf Hebräisch heißt ein Fehlteil. Plötzlich die Welle fehlt in dir, weil du dir die ausdenkst. Gramma ist der Buchstabe, heißt dann wieder Gewicht. Mein altes Spiel mit Gewicht. Das bei vielen immer Nomen ist Omen. Mach vom letzten, weil viele da sind, die das nicht gehört haben. Schaut, seht ihr das so? Ja, Heidemarie. Ich mache nur deutsche Sprache. Ich weise wieder darauf hin: Deutschland, Deus, Deus, Deutonen, Alemannia, Allah. In allen Sprachen deiner Traumwelt heißt Deutsch Gottesland. Das muss auch jeder Jude akzeptieren, weil selbst und Hebräer, Ivri, Hebräer, Hebräisch, lege ein N hinten dran, dann heißt es, ihr Hebräer, also das Weibliche, das Ausgedachte, heißt Verbrecher und Gesetzesverletzer. Es sind übrigens Wörterbücher, ich suche nicht, kannst in allen Wörterbüchern der Welt nachschauen, ob dir das jetzt schmeckt oder nicht, dass ich irgendwann nochmal akzeptieren muss. Aufstehen. Du musst jetzt den Tisch machen, sonst sieht man das nicht. Halt es einmal so, das steht auf dem Tisch, halt es einfach. Schau mal, du bist jetzt einfach nur da. Heidemarie ist was Ausgedachtes. Okay? Ich bin der Geist und ich brauche als Geist, das ist die Lampe im Projektor, dass ich Bilder kriege, brauche ich zuerst einmal ein Programm. Das Programm ist das blaue Ich, das ist dein Ego. Ich sage, dein Ego, dieser Mensch
ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Ich stehe eins drüber, das Programm wird mich nie erfahren. Jetzt ist es so, das ist mein Ich. Heidemarie ist mein Ich. Und jetzt ist es, dass ich bin Geist, ich bin Geist. Das ist mein Ich und das ist eine Erscheinung. Erscheinung ist im Hebräischen das T, das Taf, die 400. Okay, ich Geist verbinde, das ist es W, ich verbinde, ist W, mein Ich mit T. G, W, ich, T. Was spüre ich in dem Moment? Das mache ich dir mit allen Wörtern der Welt in allen Sprachen, wenn du die Vatersprache verstehst. Ist natürlich nur Zufall, ist alles. Das ist irgendwann, ich sage, wenn du einen Hauch von Geist hast, wirst du merken, was für eine Scheiße glaube ich eigentlich. Nur weil es mir logisch erschienen ist, Dankeschön. Und wie gesagt, jetzt hier Zufall, ich mache das wirklich. Das sind viele, in jeder Kleinigkeit. Das ist, wenn wir in die Physik gehen, das ist ja schön, ich bin ja nicht festlich davon gewaschen, wir machen das rein arithmetisch. Auch hier die Zufälle jetzt mit den Namen. Das ist, wenn du anfängst, die Offenbarungen zu studieren, die Schriften, wenn du mal ein bisschen in dem System drin bist, was dich abschockt, du wirst einfach, es raubt dir den Atem, alles, es zieht in den Boden unter den Füßen weg. Und wichtig, es ist überhaupt nicht, dass du irgendwas an deinem momentanen Leben verändern solltest. Irgendwo in der Partei, darum hast du ja im Finanzamtbrief, in Du bist ich, was nur mein Professor Rainer, der hat gesagt, den hat er ausdrucken lassen, 20 Mal gelesen, er sagt, das ist, die paar Seiten sind ein Kleinod an Weisheit ohne Ende, wenn du das wirklich dich darauf einlässt. Also gut, die Schleier der Illusion haben viele Möglichkeiten vor uns verborgen, im bloß drittdimensional begrenzten Lebensraum haben über Zeithalte hinweg nur Kampf und Existenz das Leben bestimmt. Die Welle von Akbal, eben jetzt in Gott, signalisiert dir, mach dich auf, um deine Fähigkeiten sich entfalten zu lassen, so wie eine Blume sich öffnet. Entferne den Bremsklotz der karmischen Vergangenheit. Stille stehen wird die Zeit. Durch das, was du auf dem Weg zu deiner Bewusstwerdung schon gelernt hast, öffne dich in deine unbegrenzte Fülle in Raum und Zeit, löse die Schleier vor deinem geistiges Auge auf und erkenne die Vielfalt deiner Möglichkeiten. Es gibt nichts, was du bisher einseitig gedacht hast, wo du dir die andere Seite nicht auch denken kannst, wo du bisher bekämpft hast. Und alles, was sich widerspricht, die Vorstellung von richtig und die Kehrseite. Und jetzt ist die Vielfalt, wenn du nur zwei Buchstaben hast, NS zum Beispiel. Wenn ich ganz wertfrei die Rot mache, das rote N ist das Sein und das rote S ist Bewusstsein. Ein seiendes Bewusstsein ist, ich kann mir das jetzt denken, aber es ist nicht bildlich vorstellbar. Wenn ich es blau mache, ist es die existierende Raumzeit. Die Gnede, die 200 Gramm. Rode ist Adam, Gnede. Ken heißt zuerst einmal Basis. Das Wort, griechische Wort Basis heißt Gehen. Wissen viele nicht. Geistige Ehe-Existenz. Lass manche Wörter so stehen, wie sie sind. Heißt dann auch Fundament. Und da wird es interessant, F ist immer eine Facette, ein Fragment. Jetzt nehmen wir das lateinische Wort unda, das heißt Welle. UN heißt eine schwingend aufgespannte Existenz, ist geöffnete Schöpfung. DA kann ich auch lesen, Wissen. Ment ist immer Gestalt gewordene Existenz. Von Mendior kommt von Mens. Mendior heißt zum einen überlegen, hat man gerade schon gehabt, überlegen und dasselbe Wort heißt Lügen verbreiten. Das ist die Transversale, wird zu einer Longitudinalen, wo ich sage, das ist Vergangenheit, das ist Zukunft. Max, das ist Physik. Das ist ein Wissen, wo in deiner Welt, in dir schon, aber in der ausgedachten Welt sowieso noch nie existiert hat. Und das unterscheidet Holofeeling, egal welchen Fachmann du nimmst, ich werde dir zeigen, dass er ein Schwätzer ist, ein Amoriter. Er plappert nach und zwar das, was man ihm erzählt hat. Holofeeling ist vollkommen neu. Ist ein vollkommen neuer Ansatz, der jetzt nicht im Widerspruch zu den anderen steht, sondern im Gegenteil. Ich sage immer, die Tasse selber, das Allumfassende. Holofeeling integriert sämtliche Religionen. Wir können ja dann ein bisschen, wenn wir Zeit haben, vielleicht morgen oder heute noch, machen wir mal einen Koran. Und dann lassen wir uns das erst einmal vorsingen. Ich habe da 20 Sänger da, können wir mal Suren vorsingen lassen. Und dann schauen wir uns das einmal an, was da wirklich drinsteht. Und du sagst, boah, mit Holofeeling ist absolut das gigantisch. Das ist das, was der Udo sagt in allen heiligen Schriften. Und jetzt ist es also hier, dass man die Kleinigkeiten,
Das ist jetzt so zum Beispiel nach 30 Jahren im Labor. Schau, ich mache jetzt, da kann ich viel für dich. La ist als Le oder La gelesen, heißt, das hast du mal explodiert, auseinandergeschmissen. Und dann haben wir das Bohr. Da machen wir B, Waff, R und das ist das Analphabet, das Brachland, das wieder Bara, die Schöpfung. Ignorant, Unwissender, die Totenwelt. Das ist, ich kann auch lesen, der Lichtschöpfer, La. Und jetzt mache ich den Rückkopfball und dann kommt die polar aufgespannte Ratio, das R als Rationalität, blau, eine polar aufgespannte Berechnung. Jetzt muss ich ganz kurz, bevor wir uns das da anschauen, Ähnlichkeit mit normalen Menschen ist ganz selbstverständlich. Wir haben hier, wenn du dein Leben lang eingesperrt bist, Platons Höhlengleichnis, sollte Allgemeinbildung in deinem Programm drin sein und du kommst ans Licht, das ist erst einmal grell. Das ist, wenn was vollkommen Neues macht, dir das Angst, das tut auch weh und du wirst wieder zurück. Und wenn du ein bisschen das aushältst, das sind jetzt die ersten Schmerzen, wo du merkst, da wird ja alles, was ich ein Leben lang geglaubt habe, geht ja den Bach runter. Wenn du da durchgehst, durch diese Angst, plötzlich fängst du vollkommen neue Sachen zu sehen an. Sie lebten seit Jahrzehnten in ihrem Innengehege. Viele von ihnen kamen dort zur Welt. Doch dann kommt der Tag, an dem die Schimpansen vom Gut Eiderbichl, einer österreichischen Pflegestation für Tiere, zum ersten Mal ins Freie dürfen. Das Tor zum Außengehege öffnet sich. Das Video zeigt, wie der Drang der Primaten, nach draußen zu rennen, zunächst noch gebremst wird. Ihr seid Primaten bei eigener Definition. Ihr möchtet so gern raus. Was hält euch in diesem Gefängnis fest? Für die Affen ist es ein ungewohntes Gefühl, die Sonne auf der Haut zu spüren, frische Luft einzuatmen und plötzlich... Der Sohn auf eurer Haut. Das ist ja die schöne Sache mit dem Ohr. Das also ihr Ohr ist das da mal das Licht, das schreibt sich hier 16200. Da ist jetzt das A, ihr macht den Mund auf und jetzt kommt hier aufgespannte Berechnung. Die Facetten sind euer, ist Licht, das ist das Licht, ich, da ist das Ich schon drin mit der Erscheinung. Diese Energie, das Licht mit der Erscheinung. Es gibt aber hier nochmal ein zweites Wort, wenn du das A auswechselst mit der 70, mit den Ayin, spricht man übrigens auch Or aus. Das ist das hebräische Wort für die Haut, das Leder, die Tierhaut. Dasselbe Wort heißt auch blind, blind sein, dich blind machen. Das ist dieser schöne Satz, ihr fliegt aus dem Paradies raus und sie machten sich aus Ohr. Das ist mit der 70. Das ist, sie legten das aus Fell, heißt es da, oder aus Leder. Das heißt, du umhüllst dich jetzt mit diesem Ohr. Wird gleich ausgesprochen, bloß das eine ist der Schöpfung mit einer aufgespannten Berechnung, das können wir rot machen auch, der Schöpfer verbindet sich alles in einem Kopf, B, Waff, R, O, R, rot geschrieben, blau geschrieben, ist es dann hier eine augenblicklich aufgespannte Berechnung. Und das ist jetzt die Haut, die dich umhüllt. Da kann man gleich sagen, wenn ihr mich jetzt seht, zum Beispiel beim Dampfen, wenn wir hier reingehen, das hebräische Wort für Mensch nach Gottes Ebenbild ist ja Adam. Entschuldigung. 1,44. Da schreit euch die 144.000 schon. Jetzt können wir in die Physikbücher reingehen. Wenn du dich jetzt einmal schlau machen willst, wie die Lichtgeschwindigkeit gemessen wurde, gibt es natürlich mehrere Arten, aber die erste große Messung war 1849, Fitzshaw. Und das ist also hier, der ganze Aufbau ist in der Formel mit den Zahnrädern, gehe ich jetzt nicht, könnte ich euch erklären. Da ist in dieser Formel, sind genau die 144 mit drin. Diese 144.000, 1,440 steckt ja in den Zahlenwert schon mit drin. Und jetzt ist ja die 144.000, wenn man die Lichtgeschwindigkeit macht, ist ja nicht 300.000, sondern jetzt 2, 9, bla 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 bla. Wenn du das auf 6 Stellen genau machst, wirst du feststellen, dass das klassische Ohr, der Zahlenwert von dem Licht, ist genau der Wert, der zu der 300, 300 ist Shin, zu der göttlichen Logik fällt. Weil du trennst. Wenn du den achten Band liest, wirst du feststellen, die Einstein-Formel beweist dir streng in der normalen Schulphysik, wenn man die verstanden hat, dass außerhalb von dir überhaupt nichts existieren kann. Habe ich so einfach erklärt und die nicken nur. Ich sage, wenn ich jetzt Physik habe, die es interessiert, die müssen dann eingestehen, das ist mir nie aufgefallen, ich habe das nachblabbert, das ist voller Fehler. Aber jetzt, was ich hier euch zeigen will bei den Adam, dass das ja mit zwei Buchstaben, mit AD beginnt, das ist zuerst einmal dieser Schöpfer, der sich öffnet. Okay, 1,4. Das ist das hebräische Wort für Dampf.
Jetzt ist natürlich, diese göttliche Öffnung ist ja J. J, wissen wir, ist ja die göttliche Öffnung. Das heißt ja Hand. 1, 4. Das ist der ganze Knochenaufbau. Diese Strukturen sind im Hintergrund, laufen nur arithmetische Zahlenberechnungen ab Wien. Das ist ein Computerprogramm. Wir können dann mal schauen, wie das genau beschrieben wird, wenn wir es richtig übersetzen. Mal schauen, wie morgen wieder Lust habt, aufnahmefähig seid. Und das nächste, jetzt machen wir die zweite, DM, das ist, was dich umhüllt. Und DM ist Damm, ist Blut. Das hebräische Wort für Blut. Ist natürlich, das Blut ist eine Schul, lass das deutsche Wort Schul stehen, Schul, D ist eine Schulöffnung. Okay? Jetzt können wir wieder rückhebraisieren. Wir machen jetzt mal aus dem Blut, aus diesem Wort, deutschen Wort, machen wir hebräische Buchstaben. Jetzt haben wir natürlich im Hebräischen zwei verschiedene T, das Taf und das Tet. Wir probieren beides, wir machen das zuerst mit dem D, das heißt, das ist das B, Bet. Okay, dann brauchen wir das L, das Lamed, dann brauchen wir das Waf, das U ist das Waf und das T ist nicht willkürlich, ist ganz normales Hebräisch. Jetzt habe ich hier, schau, B, L, U, T. Blut. Gibt es das? Und da drücken wir jetzt mal drauf, was das heißt. Und das heißt Eichel. Die männliche Eichel. Das hat was zu tun mit der Beschneidung. Die Eichel wird von einer Hülle eingehüllt. Das ist übrigens hier, du hast das Ich schon wieder, siehst du? Die Energie und das Ich mit dem Joch, Elises Joch oder Gott, kann man vielfältig hin und her. Ich habe jetzt hier BL, Waf, D ist im Licht. BL ist eine polare, ein polares Licht auf gespannte Spiegelung. Und jetzt ist, wenn du das B als Vorsilbe liest, B, L, W, T, schau, ich zeige gleich, heißt in einer Hülle stecken, eingehüllt sein, umhüllt sein, seinen Schleier tragen. Das ist übrigens absolutes, nicht erfunden, das ist original hebräisch, jetzt modernes Ivri, kann man so übersetzen, wenn man ein bisschen flexibel ist. Und jetzt schauen wir, da das Vorsilbe B ja immer in den Mitten heißt, schauen wir mal, was das Lut einzeln hast. Das ist die Bedeckung, Lot, das ist der, wo dich die Frau umgedreht hat. Schau nicht zurück. Ist übrigens interessant, das ist die einzige biblische Frau, die keinen eigenen Namen hat, die löst sich dann, die versteinert sich selber. Ein Schleier, eine Verhüllung, bedeckt sein, eingehüllt sein. Darum ist BL in einer Hülle stecken, verschleiert sein. Das passiert am 8. Tag, wird die männliche Eichel von dem Kind am 8. Tag beschnitten. 8 ist Chat, wenn ich die Hülle wegmache, ist nur noch eins, eine Kollektion da. Denk an die Oktave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und in der 8, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich an Nürnberg denke. In dem Nürnberg, in dem Wort Nürnberg, das kannst du nicht sehen, sind unheimlich viele Bilder und Geschichten, die in dem Wort Nürnberg drin sind. Nürnberg kannst du nicht sehen, sobald du an ein Bild denkst, ist es schon wieder eine kleine Facette aus dem Ordner. Ungefähr verstanden? Ich habe da die Frage noch, weil die Juden, die tun ja tatsächlich Beschneidung betreiben. Ja, wenn du dir das ausdenkst. Ja. Ja, nein, das ist es. Ja. Die haben ihre Symbolik nicht verstanden. Das wollte ich dir damit sagen. Und den P könnte man ja dann auch beschneiden. Da hätten wir halt keine Lippen mehr. Du, das ist, was Tradition ist. Es ist, im Juden gibt es ein Wort, das heißt Moser. Und wenn du das Moser magst, können wir mal ganz kurz eingeben. Bin ich jetzt denn blöd? Der Moserer. Das ist die Belehrung, also im Langentscheid, kann ich euch sagen, im Langentscheid ist es zuerst einmal das hebräische Wort für Tradition. Es ist das hebräische Wort für Moral. Dasselbe Wort hast du aber auch Angeber und Denunziant und Schwarzmaler. Und wenn du mal schauen, was da steht, Denunziant, Ermahner, Ermahnung, das sind jetzt noch andere Wörterbücher, Edik, Fessel, Moral, Warnung, Zucht, Züchtigung, Zügel zur Rechtweisung. Moral, Ethik, Belehrung, du siehst jetzt das. Jetzt pass auf, jetzt machen wir aus den ganzen Wörtern eine Sache. Ein Moralist, ein Moserer, Moser sprechen die das meistens aus, askenasisch, Mensch, ich fange schon zum Gatzen an, ist es definitiv so, ein Moralist ist ein Angeber, weil er meint, das, was richtig ist, seine Richtung ist das Einzige, was richtig ist. Er mosert über allen und jeden. Er denunziert jeden, der nicht seiner Meinung ist und ist ein Schwarzmaler, weil er bloß immer negatives Wenn, Dann und Traditionen sind Symbole. Und du wirst dazu feststellen, ich habe hier, da bin ich nicht dazugekommen, jetzt machen wir schnell die Affen,
Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Es ist, schau mal, wir sind ja alle Primaden, also mir hier ausgedachten Brösel. So viel Freiraum zu haben. Geblendet vom Licht wagen sie sich Schritt für Schritt nach vorne und umarmen sich. Die Affen wirken neugierig und gleichzeitig schüchtern. Ihr Verhalten erscheint fast menschlich. Gemeinsam überwinden sie die Scheu vor der neuen Umgebung. Das neue Territorium muss erkundet werden. Pharmakonzerne rissen die Affen vor etwa 30 Jahren aus ihrer gewohnten Umgebung, um HIV-Tests an ihnen durchzuführen. Über verschiedene Zwischenstationen. Es ist, ihr seid nichts anderes, nur in einer komplexen Form. Ihr, meine ich jetzt hier, wir widerspiegeln in der Reduzierung, in dem Glauben, den du von mir bekommen hast, den du dir nicht rauszusuchen hast. Und ich sage immer wieder, das ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Jetzt machen wir gleich, fällt mir jetzt gerade ein Sprung. Das sind so viele, für mich jetzt ist wieder ein Riesen an Gedanken, mir fällt aber gerade einen Moment. Jetzt geht eine Seite auf, jetzt passt genau auf, ist ein Forum. Bei den Foren, was jetzt aufgetaucht ist, es gibt kein, ihr müsst euch lösen, es gibt kein Vorher und kein Nachher, was kommt jetzt aus euch. Dein Interpretationssystem denkt sich jetzt dein Forum aus, wo Leute miteinander sprechen und schreiben. Da ist jetzt ein Mickey Maus, Nickname nennt man das. Wann denkt ihr, wird Jesus wieder auferstehen und dann kommt werdend, aber mir geht es um was anderes, da kommt jetzt dann irgendwann. Dann ist ein Micha 007 und der Mickey Maus versucht eigentlich den Micha Holofeeling zu erklären. Und es ist sehr interessant, wer der Freund ist, kann nur einen Geist geben und dieser mag sich durchaus in verschiedenen Entitäten so offenbaren, da es nur jetzt gibt. Folgt daraus, dass alles gleichzeitig jetzt präsent ist, also nichts, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, solange du also dir deinen Jesus in einer Zeitfolge ausgedenkst und nicht mal in Betracht ziehen willst, dass du dich da irren könntest, kann ich mir jede Diskussion mit dir ersparen. Jetzt hätte er aufhören müssen, jetzt einmal bewusst ausgedacht zum Schreiben. Aber das Problem ist, er kommuniziert per Forum, ich sage in einen Chat mit dem Micha, mit dem 007, und der kontert, ah ja, wenn ich ein Bott Wasser aufsetze, dann weiß ich schon jetzt, dass er in der Zukunft von circa 7 Minuten der Wasserdampf sumpft. Die Narben an meinem Bein sind von einer Verletzung in der Vergangenheit. Es gibt also nicht nur das Jetzt, die Gegenwart, sondern gleichzeitig auch Zukunft und Vergangenheit. In deiner Ideologie mag es vielleicht nur das Jetzt propagiert werden. Wenn du aber mal zurück in die Realität gelangen könntest, würdest du das auch verstehen. Aber bleib mal ruhig bei deinem, es gibt nur Jetzt. Die Zukunft wird dich eines anderen belehren, wenn dich die Vergangenheit einholt. Okay. Dann beantworte folgende Frage wahrheitsgemäß. Wo ist deine Vergangenheit und Zukunft, wenn du sie dir jetzt nicht ausdeckst? Du merkst, der schreibt, der hat Holofeeling gelesen. Das ist jetzt schon wieder eine Interpretation. Die Schwierigkeit ist, dass ich immer sage, haltet euren Mund. Was jetzt abläuft, wir können das weitermachen, jetzt macht die Mickey Maus das Gleichnisgefängnis, ist jetzt rauskopiert aus den Ohrenbohrungen. Das ist die Gefängniszelle, die habe ich, welcher der Stelle, könnt ihr nachlesen. Wer kennt das Gleichnisgefängnis parat aus dem Hand hoch? Ganz, weil sonst lesen wir es. Die große Masse nicht, dann habt ihr die Ohrenbohrungen nicht gelesen, weil das in den normalen Ohrenbohrungen schon drin ist. Na, schauen wir es uns genauer an. Das ist aus Ohrenbohrungen. Ich sage, es gibt nichts Wichtigeres. Und ich lese mal möglichst. Das Gleichnis vom Gefängnis aller normalen Menschen. Jeder Staat verfügt über Gefängnisse, in denen all die Bürger eingesperrt werden, die sich nicht an die Gesetze des Staates halten. Gesetze sind etwas sehr Wichtiges, denn sie machen das harmonische Zusammensein vieler erst möglich und sind somit die Grundlage jeder harmonischen Gesellschaft. Hinter dieser Erkenntnis versteckt sich eine tiefe Metapher. Auch im Reich Gottes gibt es daher Gefängnisse, in denen all die Trockennasenaffen eingesperrt sind, die sich nicht an die Gebote Gottes halten. Natürlich ist das Gefängnis im Reich Gottes ein ganz besonderes Gefängnis. Es ist ein Gefängnis, an dessen Türen sich keine Schlösser und an dessen Fenstern sich keine Gitter befinden. Jeder Mensch, der meine Gottesgebote bricht, befindet sich in diesem Gefängnis. Und das ist jede unreife, normale Mensch, der dem materiellen, heliozentrischen Weltbild des ausgehenden 20. Jahrhunderts anhängt. Ich sage mittlerweile in der Erweiterung, in dem Gefängnis sind alle eingesperrt, die keine eigene Meinung haben. Alle, die nachplappern. Du wirst immer in der Welt leben, in der Welt der Vorstellungen derer, deren ihre Vorstellungen du in deinem Kopf verwirklichst, obwohl du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Okay? Ich könnte auch vereinfachend sagen, jeder,
der keine wirklich ureigene Meinung hat, fristet sein Dasein im materiellen Unglauben eines sterblichen Trockennasenaffen. In dieser göttlichen Gefängnis gibt es nur Einzelzellen, jetzt pass auf, Ain heißt, zuerst einmal, wir haben zwei Möglichkeiten, wenn wir Ain mit einem Aleph vorne schreiben, Aleph, dann heißt es nicht existierend. Wenn wir es mit einer 70 schreiben, das kann man austauschen, weil alle diese beiden Zeichen alle Vokale annehmen, dann heißt es, ihr Trümmerhaufen der Frauen, das führt uns dann zu unserem Frau. Das ist übrigens auch das Wort Präsenz, da F gleich P ist, und die austauschen kannst, ist Frau auch Prä. Das Frau gebogen. Ich werde es euch später vielleicht nochmal zeigen. Dann Zell, wenn wir das Z, C, das Z, das E als Vokal rausschmeißen, ZL heißt Schatten. Das heißt ein Trümmerhaufen von Schatten, das ist die Geburt von Licht. Oder die Z, die Geburt von L, und das ist ja unser Joch. Haben wir gerade gehabt. Einzelzellen, Einzelle, denn jedes Individuum in diesem Gefängnis hat seine eigene Zelle. Das blaue ist nochmal der Rückholfall, dieses Kästchen. Stimmt die Formatierung nicht? Das ist jetzt Kabine. Bi heißt in mir ist eine Existenz, symbolisiert die persönliche Logik, die den Gefangenen eigen ist. Jeder Gefangene bekommt nun in seiner Zelle von Gott alle Zeit der Welt, sich in und mit seiner Loge geistig, Loge ist Logik, geistig zu beschäftigen und sich über sein eigenes göttliches All-Einssein Gedanken zu machen. Irgendwann wird der in seiner nur nachgeplapperten Logik, deine Logik ist komplett nachgeplappert. Das alles ist nichts von dir. Deine angeblich eigene Meinung ist eine Anderung, wenn du mal ganz ehrlich bist. Also jeder in der Logik gefangene Menschen das Bewusstsein darüber bekommen, dass es auch ein außerhalb seiner kleinen Loge geben muss und er wird sich nach Freiheit sehnen. Er weiß jedoch nicht, dass er jederzeit seine Loge verlassen kann, da ja in diesem göttlichen Gefängnis weder Schloss noch Gitter daran hindern werden. Das Einzige, was ihm im Weg steht, ist seine Angst, Fehler zu machen und unlogisch zu werden. Da ist aber auch noch die Angst jedes normalen Menschen von seinen Mitmenschen als nicht mehr normal angesehen zu werden und die Angst vor dem All-Eins-Sein ist gleich das geistige Zentrum, damit auch Gott eines persönlichen Welttraums, das ist übrigens interessant, das Wort TA, die Buchstaben TA, heißen auch Wachraum und Loge und Zelle. Will jetzt nicht immer umschalten. Um dem normalen Essen, die seiende Existenz, etwas Würze zu verleihen, befindet sich in diesem göttlichen Gefängnis Gefängniswärter, deren einzige Aufgabe darin besteht, den Gefangenen daran zu hindern, seine Logik zu verlassen. Sie dürfen jedoch gegenüber dem Gefangenen in keiner Weise körperliche Gewalt anwenden. Sie dürfen den Gefangenen also weder körperlich festhalten noch mit Schlägen zurückdrängen, wenn er seine persönliche Loge verlassen will. Um sich auch einmal in den anderen Logen, in den anderen logischen Gesinnungen und Weltbildern des riesigen Gefängnistraktes umzusehen. Oder wenn er gar das ganze Gefängnis verlassen will. Das heißt also, dieses Umsehen ist, ich beschäftige mich einmal mit anderen Glaubenssystemen. Ich schaue mal, was glaubt denn der, was glaubt denn der, was glaubt denn der? Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass die sich immer im Widerspruch befinden. Das einzige Mittel, das den Wärtern zur Verfügung steht, um einen Gefangenen an seine kleine Loge zu binden, ist verbal auf ihn einzuwirken. Was ihnen die Arbeit leicht macht, ist die Tatsache, dass sich in diesem Gefängnis nur Menschen befinden, die weder über eine irgendeine Meinung noch über den nötigen Mut verfügen, der Logik, der sie anhängen, den Rücken zu kehren, weil sie letzten Endes selbst, automatisch, ihre eigene Logik sind. Und das den Tod ihrer derzeitigen charakterlichen Ich bedeuten würde. Das heißt, wenn du mir folgen willst, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, du bist ein Geist, du bist ein Computer, dein Ego ist das Programm und du wirst auf dem Bildschirm, das ist der träumende Geist, in einem ständigen Wechsel bloß das zu sehen bekommen, was deine Daten, die du zum Denken benutzt, eben zum Denken benutzt, die werden verwirklicht. Jetzt wenn auf deinem Programm sind natürlich auch andere Programme drauf, aber da du die laufen mit deinem Programm vergleichst, Henkel rechts, Henkel links, sagst du, das ist ja eh falsch, das ist verkehrt, das muss bekämpft werden. Dadurch kommst du nicht in das höhere System, andere Möglichkeiten dir zu machen, auszugestalten. Und ich sage, wir machen einen Gedankenspaziergang. Ich bin nur beginnt ganz einfach, dass ich sage, ich lasse dich, das Buch, ich lasse dich jetzt Gedanken denken, die du von dir aus nie denken würdest. Und wir wollen ja nichts verändern, ich will dir nur mal zeigen, Gedanken sind frei, was du denken kannst, das ist ein Akt von Fantasie. Der normale, arrogante Mensch geht nicht an der Fähigkeit zu sterben, sondern an seiner eigenen Fantasielosigkeit zugrunde.
immer an Regeln halten. Immer schön Regeln, wo mir andere sagen. Ich habe so oft erzählt, wenn es dir, kleinen Geist, psychisch wie physisch schlecht geht, du wirst immer von deiner Logik vorgesetzt bekommen, wer daran schuld ist. Entweder Kreuzschmerzen, das stimmt nicht, habe mich verhoben, oh, ich habe mir irgendein Virus eingefangen, der Virus ist daran schuld, mir geht es psychisch so schlecht, ich war auf der Arbeit gemobbt, ich bin arbeitslos. Das ist alles Blödsinn, arbeitslos kann man nicht sein, Arbeit gibt es ohne Ende. Das ist die immer wieder diese Fragen, wo ich sage, Leute, wisst ihr, wie wir den Brösel Udo in ihren Traum haben, nochmal fragen, was lebst denn dann du? Ich sage dann von dir, eigentlich fragen nämlich, wo kriegst du dein Geld her? Es ist immer die Frage, was arbeitest denn du? Das interessiert doch keine alte Sau, was du machst. Die wollen wissen, mit was du Geld ranschaffst. Immer Geld, 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 der Wahn. Ich sage, wie viel Scheißdreck muss ich euch noch einspielen, bis ihr das merkt? Ist nur Geld, Menschen, ist nur noch Geld. Wachstum ankurbeln, Wachstum, kaufen, konsumieren, dass du Geld verdienst, wenn du kein Geld mehr hast. Das Geld ist Gott. Ohne Gott kann ich nicht überleben. Die nennen das nur Geld. Das ist der Gott des Materialismus. Und was ist es letztendlich? Ein Wahn, in den du verfallen bist. Bis du wieder dich wieder erinnerst, was du eigentlich in Wirklichkeit bist. Also die Gefängniswärter geben sich ganz einfach bei den Gefangenen als beste Freunde und wissende Berater aus, die nur das Beste ihrer Klienten wollen, wenn sie einen Rat erteilen. Ein normaler Mensch, den seine raumzeitliche Logik wie eine Schlangenhaut zu eng wird, das ist immer wieder mein Beispiel, wenn du wächst, wirst du deine Kleidung, deine Hülle dann immer wieder verändern müssen. Du hast als Vierjähriger andere Hülle. Allmänner, wenn ihr euch erinnert, einige, die dort waren, wenn ich immer sage, du bist vier und du kriegst ein schönes Kleidchen und Schuhe und du sagst, ah, oh, es ist so schön, ich werde nie mehr andere Schuhe anziehen. Sorry, warte mal ab, wenn du wächst. Und der sich nach wirklicher Freiheit seines Geistes sehnt, der aber weder den Mut noch die geistige Reife zum selbstständigen Denken besitzt, fragt nun unglücklicherweise seine Gefängniswärter, wie er am einfachsten aus seiner Logik herauskommt. Diese werden ihm nun erzählen, wie gefährlich und unlogisch es doch da draußen zugeht und wie sicher, überschaubar und logisch es doch dagegen in seiner derzeitigen kleinen Loge ist. Und schon ist der Freiheitsgedanke des Gefangenen beim Teufel. Die Gefängniswärter in diesem Gleichnis symbolisieren, dass ich als mein Gewissen, meine Moral, mein Intellekt betrachte. Das ist dieses Ich. Ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Diese drei reden mit ständig ein, was und wie ich zu sein habe, wenn ich ein normaler, sterblicher Mensch bleiben will, möglichst lange am Leben bleiben. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass sich mein Körper auflöst, die müsst euch jetzt einmal hier dumme Raupen vorstellen, die merken, ey, da passiert was und die geht zum Doktor, dass sie nicht zum Spinnen anfangen. Ich sage, selig sind die Verrückten, du musst zum Spinnen anfangen, wenn du auf die nächsthöhere Ebene willst, wenn du dich erheben willst in den Himmel. Okay. Das Gleichnis vom Seemann. Richtig. Sie nötigen, da sind übrigens auch die gleich, jedes sind Hammerschläge, wenn du hast die Symbolik, wo ich jetzt Samen ausstreue und eure Substanz bestimmt, ob das wächst oder nicht wächst. Das wird ja verschiedene Ebenen von Menschencharakteren beschrieben. Sie nötigen mich geradezu, mich im Wesentlichen nicht zu verändern und meine Logik nicht zu verlassen. Denn das würde ja für mich bedeuten, nicht mehr normal zu sein. Darum sage ich, selig sind die Verrückten. Erst wenn du dich verrückst aus deiner Normalität, das ist die Normierung, die Programmierung, bist du für die aus deiner bisherigen Normalität heraus betrachteten Menschen, bist du nicht mehr zurechnungsfähig, du bist verrückt. Ich sage, jetzt wirst du zu einem Außergewöhnlichen, einem Menschen, der außer den alten Gewohnheiten leben kann, du kannst es überwinden. Die einfache Definition von Genie, ein Genie ist ein Mensch, sage ich einfach, der sieht genau das, was jeder andere Mensch auch sieht, wenn er in diese Richtung schaut. Er kann aber dieselben Sachen auch anders sehen. Er nutzt die Freiheit, dass ich sage, es ist ein Akt des Standpunktes. Okay, jetzt kommt Mickey Maus nochmal. In meinem Bewusstsein befinden sich immer wieder normale Menschen, die eine objektive Beweis. Das spare ich mir, ist alles 1:1 Offenbarungsschriften, rauskopiert. Okay? So, und jetzt kommt natürlich der Micha. Du solltest deinem Weckruf von Holofeeling.com auch die entsprechenden Quellen angeben, sonst können all meine Probleme mit Copyright-Verletzung bekommen. Hier die Quellen für alle, die so abgedrehte Texte mögen wie Mickey Maus. Jetzt diese Verlinkung ist aber hämisch gemeint. Ihr merkt, so interpretiere ich jetzt diese Worte. Wann denkt ihr, Moment, weiter. Zeitkoordinaten können in Raumkoordinaten nicht wiedergegeben werden. Eine Frage nach, wo ist also unsinnig?
Mickey Maus, dank dir für deine Bemühungen. Allerdings, es gibt kein Copyright auf diese Texte. Jeder darf diese Texte verfilmen. Holofilling ist das einzige spirituelle Konzept dieser Welt, mit dem kein Geld verdient wird. Du versuchst auf Basis deiner Logik auszuweichen, also formuliere ich die Frage anders. Wann entsteht, existiert eine Vergangenheit und Zukunft? Ich sage, Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst, Zukunft ist auch nichts anderes. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Zum einen, es gibt nicht meine oder deine Logik, es gibt schlicht nur unpersönliche Logik. Zum anderen weiche ich nicht aus, sondern verwende Logik, um etwas rational zu erklären. Meine Vergangenheit begann mit der Vereinigung von Samen und Eizen und bla 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 bla. Wieder coindes kleines Papageitierchen. Äffchen, er äfft nach. Was jetzt die Sache ist, es sind Worte. Ihr habt die ganze Zeit Worte gehört und so in der Interpretationsfähigkeit, die du hast, ein Wort zu einem Bild zu verwandeln, entsteht das Bild in dir. Das heißt, dein Intellekt bestimmt, was du aus den Worten für Vorstellungen machst. Das ist das, was ist. Und immer dran denken, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Auch die zwei, der Micha und die Micky Maus, sind ausgedacht und die gibt es nicht, wenn wir nicht dran denken. Es gibt kein Vorher und Nachher. Aber jetzt bleibe ich wieder in der normalen Logik. Die Dummheit ist nicht der Depp, der meint, er wüsste, was Realität ist. Und wissend ist nicht der, der unüberlegt aus den Ohrenbarungen zitiert, sondern der ist letztendlich, habe ich in den ganzen Foren, einen Jahrmarkt von Marktschreiern, und da zeige ich euch jetzt mal was Schönes, wer kennt Cleverbot? Cleverbot, ich habe also hier, wenn einer meint, was ein Geistesfunken, der geht da rein, sieht es so aus, das ist ein Computer, und der ist einfach nur ein Computerprogramm mit einem Programm, und wenn ich jetzt spreche, ich habe sogar Spracheingabe, antwortet der mir. Jetzt musst du wissen, es ist ein reines statisches Programm. Und in den ganzen Foren, auch beim Heiko, ist es das einmal so, ihr könnt euch schön austauschen, wenn ihr euch kennt. Und wenn jetzt diskutiert wird, das war ja gerade wieder ein, ist das richtig, ist das richtig. Der Mickey Maus macht Holofeeling zu einem Standpunkt und er meint, dass der andere nicht recht hat. Das, was ich euch lehre, jeder hat recht. Er hat jetzt das zum Beispiel eigentlich gar nicht begriffen. Und jetzt habe ich meinen Spaß dabei bei den Tierchen, dass ich sage, mit denen, dieser Micha 007 ist ein Cleverbot. Und ich habe den so programmiert, egal was die Mickey Maus sagt, der wird permanent dagegen sein. Und das ist das Spiel, was in den Foren passiert. Machen wir mal hier, schaut, ich habe jetzt heute Morgen ganz kurz, du bist ein dummer Computer, habe ich gesagt. Ich bin kein Computer, du Idiot. Ich bin kein Idiot, ich dachte, du kannst kein Deutsch. Ich dachte, du kannst kein Deutsch. Doch, ich kann sehr gut Deutsch. Jetzt schauen wir mal, tun wir mal irgendwas, Frage? Pass auf, machen wir halt einmal einfacher so. Was ist los? Willst du dich mit mir über Gott unterhalten? Hat jetzt nicht ganz angefangen, einen kleinen Moment. Das geht normalerweise perfekt. So. Wollen wir uns über Gott unterhalten? Der nimmt es nicht an, frag mich nicht, wieso hier, wahrscheinlich die Internetverbindung. Wollen wir uns über Gott unterhalten? Das Mikro ist nicht angeschlossen. Ach, danke Martin. Ich habe hier mein, normalerweise mein Mikro, wenn ich habe, nimmt er das absolut, selbst wenn ich im Fränkisch rede. Ich gehe mal da wenn hin. Wie wäre es mit einem Gespräch über Gott? Na, lassen wir es. Ihr wisst, was er meint mit Mikrofon, weil ich normalerweise, das Mikro habe ich hier nicht dran. Es ist hochinteressant, du kannst dich stundenlang unterhalten und ich sage dir gleich, wenn du nicht sehr kritisch bist, du merkst nicht, dass es ein Computer ist. Er macht manchmal so intelligente Antworten, wo du schockiert bist, lustige Antworten, dann kommt wieder irgendein totales Geschwätz. So, und jetzt machen wir unseren Köster. Das dürfte soweit jetzt abgehakt sein und ich habe ja heute gesagt, heute ist der 13.10. Und jetzt können wir mal was anderes. Ich schaue, ich zeige euch ja immer bloß, dass wir haben ja hier auch noch Zahlen. Und jetzt gehen wir ganz einfach mal hier die 13 ein. Mal schnell. Das ist jetzt, wir schauen uns mal ein paar Wörter an, die den Wert 13 haben. Das ist jetzt das nicht immer nur positiv. Das ist Verlust.
aufgespannte, erweckte Lust. Dann hast Abi, mein Vater, das heißt auch A, der Schöpfer ist in mir, B heißt nämlich in mir, der Schöpfer ist in mir, hast auch mein Vater. Wenn ich I als Suffix gelesen, heißt nämlich mein und Ab heißt Vater, dasselbe hast du übrigens auch aufblühen, haben wir in der 1, 2, hier Abi, mein Vater, A, B, Schöpfer und die Schöpfung in mir. Dann haben wir Bündel, eine Division, ich sage immer, ich nenne euch hier eine Division, ein Indivisionalbewusstsein. IN ist das göttliche Sein, dann kommt die Division, die Öffnung deines Intellekts erzeugt eine Vision, das ist eine Teilung. Deine Divisionen, es gibt nur einen träumenden Geist. Das ist das Prinzip mit dem Spiegeltunnel. Ich muss immer wieder, wenn ihr hier in der Tiefe mal zu verstehen anfängt, der Tetraeder, das sind vier Spiegel. Und wir denken unser Licht dran. Ich habe das im letzten Allmänner Vortrag etwas gesagt. Das ist diese 1-4-Struktur. Das sind im Einheitskreis, sind es die vier Seiten. Und jetzt müsste ich, will nicht zeichnen, ihr stellt euch das bildlich vor, weil ihr müsst ein bisschen Fantasie kriegen. Wenn ich jetzt ein Kreuz zeichne und ich mache mal einen imaginären außenrum, ist hier eine Unendlichkeit außenrum, habe ich vier Quadranten. Das ist eine Qualitätsachse und eine ist plus, minus, plus, minus, also von mir aus gesehen, haben wir schon wieder das Problem mit Spiegeln. Jetzt ist es so, wenn du das jetzt erst einmal anschaust, dann sind hier vier Ecken, diese vier Ecken fallen im Zentrum zusammen. Das ist praktisch hier, vier Seiten ist 1, 4 und außenrum ist eigentlich total offen, unendlich. Wenn ich jetzt das spiegel gedanklich, das heißt, ich nehme jetzt die vier Ecken, die innen sind und klappe die Himmel- und Hölle-Spiel, klappe die nach außen, dann kriege ich, sind die vier Ecken außen. Dann habe ich ein Quadrat, das heißt, die Unendlichkeit außenrum kippt dann in das L rein. Das ist L-Le, das ist das Spiel. Wenn das L in der Mitte ist, habe ich außen ein Quadrat, da kommt übrigens Quad, Qua, kommen wir zuerst nur die Quantenmechanik, was das eigentlich bedeutet. Das steht in der Formel drin, ihr wirst merken, wenn du nur aufgrund von Worten die Vorstellungen erzeugst, die du vom Hörensagen aus der Schule kennst, von deinen Lehrern, die wiederum nur das nachäffen, was man ihnen erzählt hat und die äffen das nach, was man ihnen erzählt hat. Und du wirst dann merken, dass die Worte selber was ganz was anderes bedeuten. Tausende von Beispielen in den Ohrenbohrungen. Letztes Volumen heißt nicht Raum. Universum heißt nicht 2 Milliarden Sterne, die sich um dich rumdrehen. Evolution heißt nicht, dass von der Vergangenheit in die Zukunft was passiert. Es ist Evolvere herausrollen, Volumen kreisen rollen. Die Worte sagen die Wahrheit, im Anfang war das Wort und das geistlos nachgeplappert, die Mathematik mein Beispiel, Mathe ist das gelernte Wissen und Mathikos heißt Dummkopf, Dor, Unbewusstsein. Jeder normale Mensch ist ein Mathematiker. Er verwirklicht das gelernte Wissen vollkommen Automatik, Mathematik. Autos, das Selbst, unbewusst. Meine Standardbeispiele erzähle ich so oft. Und jetzt ist es so, wir werden nochmal, wenn es sein soll, das nochmal genauer betrachten mit den Spiegeln, bloß für euch. Wenn ich hier ein Licht bin und ich habe vier Spiegel um mich herum, machen wir die zwei, immer wieder die zwei Spiegel. Wenn ich einen Spiegel hier habe und einen Spiegel hier habe und ich mache ein Licht dazwischen und ich schaue über die Kante, dann sehe ich hier einen Spiegeltunnel. Wenn ich Globalbewusstsein mich erhebe, schauen wir da ganz kurz. GL, rot gelesen, ist es das, habe ich das geistige Licht. Blau gelesen ist es das Verstandeslicht. GL heißt, hauptsächlich übersetzt ist es eine Welle, ein doppelt aufgespanntes L, Le, und es heißt eine Haufe. Jetzt denk an unseren Wellenberg, eine Haufe und die Welle, im selben Moment entsteht das Abgesenkte. Das ist GL. Wenn ich jetzt das O hin bei Globalbewusstsein zu einem O-Waff mache, dann heißt es seine Welle bzw. seine Haufe. Aber das O kann ich auch zu einem O-In machen, GLO, und dann heißt es aufdecken. Es gehen geöffnete Ecken in dir auf. Das heißt, die Spiegelungen sitzen beim Tunnel natürlich nur fein, aber wenn wir das in einem Kristall machen, um dich herum hast du lauter Spiegel, wenn du das Licht bist. Wenn du schaust jetzt, wenn ich jetzt da ein Kätzchen hinhalte und ich hätte vier Spiegel um mich herum und ich schaue, habe ich um mich herum die Spiegel. Dieses Licht in der Mitte, das ist, das bist du. Oder ich, wenn du ich bist. Und sobald ich mich jetzt erhebe,
und von da oben Globalbewusstsein drauf schaue, übrigens dann Beal heißt in Gott, in dem einen Punkt. Es gibt nur das Licht. Und sobald ich dieses Licht bin und die vier Quadranten um mich herum habe, dann kriege ich eine die Öffnung meines Intellekts macht meine Visionen, weil ich mich selber in Facetten einteile, die letztlich nur Facetten von mir sind. Das heißt, ein Geistesfunken bin ich, der sich aber hier durch Vergessenheit in einen Roman aus unserem Bücherregal verloren hat. Es ist nur reduziert. Das ist das Spiel und das wird in der Tora, in allen heiligen Schriften bis ins Detail beschrieben. Wir können ja gerne mal Koran lesen. Und was da drin steht, die sogenannten Fachleute, Fachidioten, die plappern doch nur noch. Unsere schönen Filmchen im letzten Fiegenstahl-Vortrag mit unserem Harry Lesch, können wir stundenlang machen, du amüsierst dich zu Tode. Dass da euch so richtig, also die hier waren oder das angeschaut haben, euch richtig bewusst wird, wie unendlich geistlos die sind. Können sie ja nicht, das sind Pixelmännchen. Meinst du, dass da außen, ich sag, da außen kann gar keiner rumlaufen, der so blöd ist wie die. Du bist felsenfest davon überzeugt, dazu musst du der Blöde sein. Gut. Jetzt 13, muss ich ganz kurz nochmal zurück. 13, das ist die Division Warmer und diese Divisionen, die Öffnung deines Intellekts, die ihr erzeugt Visionen, das können wir, ich weiß, einzeln alles aufrechnen, das sind eigentlich zuerst einmal Haufen, aber Haufen Gefüge, die du aufschmeißt, Knoten, das ist wieder das Fundament der Zeit, Ort ist Ed, und das sind Märchengeschichten. Okay? Dann haben wir hier nochmal eine 13, ein Heimatloser, ein Irrender. Und jetzt kommen wir dann dieses Echad. Schma Israel, Yahweh Echad. Höre Israel, Gott ist einer. Im Hebräisch gibt es männliche und weibliche Zahlen. Will ich jetzt nicht darauf eingehen. Das ist die maskuline Eins. Okay, und das heißt Eins, das ist männlich, ein Einer. Interessant ist, dass das Aleph als Vorsilbe, imperfekt gelesen, heißt ich werde, Chede. Und das ist jetzt interessant, es ist die Spitze, wenn wir das Chat machen, Chat, auch Rätsel lösen, Rätsel aufdecken. Eins, einer, siehst du, eine Spitze, Rätsel lösen. Das ist diese Balance halten. Dann ist zum Beispiel unter anderem auch noch der Feind, der Widersacher. Interessant, Ei ist ja dieses Nichts, das jetzt Bolo in Erscheinung tritt. Das heißt, du magst den Gott. Was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Ich soll es ja total erzählen, dir super gute Geschichten, spannende Geschichten wie in einem Kino oder in Märchen. Und da muss keiner leiden bei den Figuren, die du dir ausdenkst. Der Einzige, der leidet, das ist der Geist, der träumt und vergessen hat, was er ist. Und er meint, die Figuren in seinem Traum müssten leiden. Und hat panische Angst, dass die sterben. Ich sage, jede Figur, die den Traum in Erscheinung tritt, ist eine Gedankenwelt, die schon weg ist, wenn du sie nicht mehr denkst. Jetzt haben wir dieses Dohuwabohu. Das ist Bohu. Das Chaos, die Leere. Interessant. Chaos. Auf Griechisch heißt Chaos Luftraum. Interessant. F ist ja P. PH. Das ist das Licht des UB und der Traum. Ein klaffender Raum. Koll, Affen. DR, die Öffnung, die erweckt wird. Oder DR, heißt Generation. Das ist jetzt DR. Das wird hier nur Geschlechter. Das sind die Generationen. DR ist die geöffnete Rationalität, die Öffnung deiner Rationalität. Generierte Gedankenwellen sind rationale Generationen. Ein Generator. Das ist übrigens, das führe ich dann zu dem Wort Puls. Das lateinische Wort Puls heißt Brei. Schlagen, ein Brei schlagen. Schinnlagen sind logische Lagen. Und der Brei, wie der hebräisiert, das deutsche Wort ist Brei, Brei als Spiegel im Spiegel. Merkst du, das Wort Physik? Das ist volle Physik. Jetzt nur, wir können jetzt die Zahlen noch, dann mache ich wirklich Formeln draus. Gut, jetzt lassen wir das einmal, da kommt übrigens dann noch Heiligkeit, bla bla bla. Immer plus minus werde die aber in einen Kontext stehen. Und jetzt machen wir hier mal, ich habe gesagt, heute ist ein besonderer Tag, ist ja der 13.10. Das heißt übrigens auch das hebräische Wort für Liebe ist 13.
Das Wort für eins, männliche eins, der eine, die eine Liebe, das ist die rotgeschriebene Liebe, ist 13. Diese rotgeschriebene Liebe ab als 13 plus diese eins, diese eine Liebe, ist dann 2 mal 13 ist 26, das ist der Wert von Jahwe. Das sind die Ohrenbohrungen des Jahwe. Und jetzt machen wir hier die 14 und diese 13, diese eine Liebe, auch Heilung ist 13. Machen wir jetzt hier eine göttliche Öffnung. Ich habe es ja in der Hand. J4, 1,4, das ist morgen. Morgen gibt es ja nicht, das ist ja schon heute. Das ist immer so eine Sache. Ich kann mir morgen, kann nicht sein. Es ist ein Gedanke, Zukunft ist ein Gedanke, den ich jetzt denke. Darum ist, morgen kann nur heute sein. Und morgen ist dann heute gestern. Aber es bleiben nur Worte, die Vorstellungen auslösen, wo ich mein Zeitfenster aufmache. Und jetzt machen wir hier die 14 und schauen mal, was dann morgen los ist. Wollt ihr das wirklich wissen? Nicht, dass ihr halt die ganze Nacht nicht schlafen könnt. Wir merken schon wieder Zukunft, Leute. Ihr schlaft jetzt. Ihr könnt heute Nacht nicht schlafen. Ihr schlaft jetzt. Wenn ihr schlaft, schlaft ihr jetzt. Okay? 14. Jetzt kommt der weiße kristallene Magier. MG, Mag, heißt übrigens der Zaubermeister. Mein Magiertum tritt in meinen Lichtkörper. Ich zentriere mich auf meine Schöpferkraft. Ich bin eine Antenne zu höheren Dimensionen. Ähnlichkeiten mit zurzeit aufgetretenen Personen sind rein zufällig. Wahrnehmungsfähigkeit bekommt ihre größte Entfaltungsmöglichkeit. Der kristallene Magier, ich widme, um zu verzaubern, Aufnahmefähigkeit allumfassend. Ich präge den Ausgang der Zeitlosigkeit mit der Kristallation Don, Doni der Zusammenarbeit. Ich bin geführt durch die Kraft des Todes. Ich kann einmal sterben, ich bin schon längst tot. Es wird irgendwie so zufällig, wenn richtig heftig. Und jetzt können wir hier der weiße Kristall, das Kristall der Gitter, der lichtkodierten Muster, definiert der 12 zusammen mit X. X ist IG, Jesus Christus, ich. Das ist mein Christuszeichen. Jetzt können wir natürlich jetzt noch in anderen Büchern schauen, was diese Götter im Maya-Kalender bedeuten. Dem weißen Magier schafft den Durchblick im Verbund der Kräfte, die die Welle von Akbal, haben wir schon gesagt, eben jetzt nur hier bloß in Gott, in all, in diesem einen Zentrum dieses Ich-Bewusstseins bewegen. In der höchsten Form Welten der sechsdimensionalen Grundmuster hält JCH, IQB, JCH, der weiße Magier, das Instrument zum höheren Sein. Nur Herzkräfte öffnen den Zugang. Ich, der Hüter der Zeitlosigkeit, ist nicht mehr durch Raum und Zeit begrenzt. Keine Abgrenzung, keine Ausgrenzung, Behinderung mehr, den Zugang zu allem, was ist. Deine Welle hat den Abschluss erreicht. Vernetzbarkeit mit allem und jedem schafft Rahmenbedingungen, die dein kleines, altes Selbst nicht erahnt hätte. Teilhaber an der ganzen Ganzheit der Erde, in der sogenannten Noosphäre. Könnt ihr nachschauen, will ich jetzt nicht so auch reingehen, zu sein, ist der Werdegang zu jenen neuen Wesen, das du von Anbeginn werden solltest. Die dumme Raube wird zu einem Schmetterling, ob du willst oder nicht. Versuch nicht, die Raube am Leben zu halten. Asche zu Asche, Staub zu Staub, Don zu Don, Doni zu Doni. Was die Erde hat, teilt sie uneingeschränkt mit dir. Zahllose Zellen haben am Aufbau des planetaren Ganzen mitgewirkt. Habt ihr nicht begriffen, dass ihr die Glieder meines Leibes seid? Ihr könntet sagen, die Organe. Aber Organe wiederum haben Zellen. Das heißt, wenn du Christus bist, ist es wie wenn du zum Augenvolk gehörst, zum Ohrenvolk gehörst. Du musst erst einmal deine Spezialisierung leben. Wenn du merkst, ich interessiere mich nicht, ich verstehe das nicht, irgendeinen Sinn hast du. Mein Beispiel mit dem Auto, mit dem Kabelstecker. Ob ich einen Motor rausbaue oder einen Kabelstecker abziehe. Du kannst nicht sagen, der Motor ist wichtiger zum Fahren. Jetzt mal ganz ehrlich, das, was du jetzt meinst, ist doch ein relativ unscheinbarer Brösel. Aber wenn es dich jetzt nicht geben wird, wird es mich nicht geben. Also werde ich versuchen, dich am Leben zu halten, weil sonst gibt es mich auch nicht mehr. Weil ich kann nur in dir leben. Gut, für den Zeitschluss, ihr merkt, immer zufällig, ich mache das ja schon jetzt, Zeitfenster, seit 20 Jahren klatsche ich die Leute mit Wundern zu und die merken nicht, dass es Wunder sind. Ich sage, was soll ich denn sonst noch machen, bis der Wind wach wird? Und dieses Wachwerden, ich beziehe jetzt ganz gezielt meine Geistesfunktion. Ich rede doch kein Wort, dass ihr demonstrieren sollt. Ihr sollt für Flüchtlinge sein, gegen Flüchtlinge sein. Das hat alles an Tiefen bis hin zu den Diesel von VW. Das sind Bilder. Der Krug, der zum Brunnen geht. Jetzt springen wir zu meinem Doni. Also da müsst ihr den Hintergrund wissen. Jetzt einfach, Doni darf man gern widersprechen, er weiß das ja. Der Doni
ich sage immer bloß die Donis, der Don Gottes, mein Ton, aus Ton gemacht, ich bin ja er, schon irgendwann einmal begriffen, der ist ja sein Leben, jetzt hat er ja auch ein Leben. Jeder Geistesfunken ist ein Buch, ein Leben, das du durchlebst, was letztendlich aber bloß ich bin. Das, was er ist, habe ich schon gelesen, ich bin das, was du sein wirst, wenn du das Leben durch hast, dann hast du eine kleine Phase, dann erkennst du das Bücherregal, um was zu erleben, lesen wir das nächste Buch. Ab jetzt, wenn dieses Buch durch ist, wird er jetzt zu Ende gehen, ist es Schöne, dass du nicht mehr vergisst, dass du bloß der Leser bist. Das ist wie ein Schauspieler, der diese Geschichte, jeder von euch hat in der Esoterik schon mal gehört, wenn ein Geist inkarniert, sucht er sich vorher raus, was er erleben will. Und da wird jetzt der normale Mensch wieder mit seiner Logik sagen, ja, ich will doch nichts Schlimmes, ich will doch schön sein, gesund, reich sein. Nein, wenn ich ein Schauspieler bin und ich habe eine riesen Palette an Möglichkeiten. Tom Hanks hat zum Beispiel gesagt, ich spiele den AIDS-Kranken von Philadelphia, da kann ich einmal zeigen, was ich bin. Oder Castaway auf der Insel. Wer wird sich das raussuchen, wenn du vergisst, was es ist? Ja, wenn ich doch nur ein Schauspieler bin, kann ich mich da voll reinsteichern. Das ist ganz komplett anderes Denken. Also beim Doni sieht es so aus, der Doni ist von klein auf, können wir jetzt Doni, ich mache ganz kurz, denn sein ganzes Leben waren die Berge. Bergsteiger, aber extrem, was hast du ausgebildet in der Bergwacht, 39 Jahre oder was mit Rettungshubschrauber, der hat Extremkletterer ausgebildet. Und ich muss immer so die Geschichte, wie wir am Mondsee waren, er ist ja mittlerweile total losgelassen, bloß noch Holofeeling seit vielen, vielen Jahren, ist ja mit dem Alter gerechtfertigt. Und da sind wir so in einer Kneipe, Stallwand, und da gehen wir raus, und Micha war dabei, und da so, Toni, wie hoch ist denn das ungefähr? Und dann merkst du sofort, du kommst sofort in eine Altlast. Das ist wie bei manchen, wenn die über den Udo jetzt, Geschichte, irgendwie über Stereanlagen. Interessiert mich überhaupt nicht, aber manchmal mache ich einen Rückfall, dass ich was repariere wie heute mit der Anlage, weil sie nicht hinkriegen, die Burschen. Und dann sofort schaut er so, und er so, ja, das werden 250, 300 Meter sein. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr eine Vorstellung habt, wie hoch das ist, vor allem wenn das fast senkrecht hoch geht. Also wenn ihr jetzt in Weißenburg seid, die Wilsburg hat vom Weißenburger Marktplatz bis zum obersten Punkt zur Burg sind 149 Meter. Da sagen viele, oh, boah, wenn ich da hochlaufen muss. Und da sage ich, wie lange braucht denn da einer? Und dann sagt er, wenn er nicht ganz lahm ist, 2,5 Stunden müsste er drum sein. So. Und das ist also das, er hat Bergrettung, Extremkletterer, Rettungswacht ausgebildet, war Ausbilder. Sein ganzes Leben waren Berge, Grünau, Berggebirge. Stimmt, Doni, oder stimmt? Jetzt passt mal auf, er heißt ja mit Nachnamen, ihr kennt ja nur Donis, der heißt mit Nachnamen Kienberger. Kienberger. So, Kienberger klingt bei mir sofort. Gott ging, ich ging. 15, das Hexagramm 15, 15 nochmal dran denken, ist ja, ist Gott, ist Kien, die Bescheidenheit. Oben Kuhn, das Empfangende, die Erde, unten gehen, das stillhaltende Berg. BRG heißt immer weckten Geist. Das Zeichen setzt sich zusammen aus Gehen, dem Stillhalten, dem Berg und Kuhn. Jetzt bla bla bla, Bescheidenheit schafft Gelingen. Ich will mal ganz kurz runter. Das Bild inmitten der Erde ist ein Berg. RD heißt erwecktes Wissen, wenn wir es hebraisieren. Das Bild der Bescheidenheit so verringert der Edlen, was zu viel ist und vermehrt, was zu wenig ist. Er wägt die Dinge und macht sie gleich. Die Erde, in der ein Berg verborgen ist, im erweckten Geist, die Erde ist hier drin, sieht man ihren Reichtum nicht an. Denn das Hohe des Berges dient zum Ausgleich der Vertiefung. Denkt an unser Paternoster, an unser Vaterunser. Was auftaucht, muss im selben Moment was untertauchen. Unsere Gnade, die sich umformt, jede neue Form zerstört die bestehende Form. Jeder Moment, egal was du denkst, jeden neuen Gedanken, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das Einzige, was gleich bleibt, ist der Geist. Die Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Die kannst du nicht vermehren, Geist kann nicht mehr und nicht weniger werden. Okay? So ergänzt sich Hohes und Tiefes und das Resultat ist die Ebene. Es ergänzt sich Hohes und Tiefes und das Resultat ist die Ebene. Ich könnte jetzt weiter, merkt ihr, es ist immer überall dieselbe Geschichte, wenn ihr das Prinzip einmal verstanden habt. Und jetzt geht es zu irgendeinem sogenannten Realisten, der dann sagt, du kannst so viel schwätzen, esoterisches Zeug, ich kann dir meine Narben zeigen, die sind aus der Vergangenheit und wenn ich ein Wasser aufkoche, in 7 Minuten kocht es. Das sind hier und jetzt ausgedachte Konstrukte, die du jetzt Gedanken, die du um dich herum verstreust. Es ist nichts geistloser wie ein Materialist. In Ich bin du heißt es am Anfang,
Wenn du jetzt in deine Traumwelt reinschaust, gibt es so viele Religionen. Moslems, Christen. Wenn du sagst, du bist der Christ, frage ich dich, was für einer? Zeuge Jehovas, bla bla bla. Das heißt, selbst wenn du Christ bist, bist du noch kein Christ, sondern wieder nur eine Facette. Christentum ist ja das ja eine Facette vom Christentum. Aber wenn du ein Christ bist, bist du kein Moslem. Wieder eine Facette von Religionen. Holofeeling ist keine Religion, es ist das Summa summarum von allem. Zwangsläufig ist alles Facetten, du wirst nicht hören, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist das einmal die erste Erkenntnis. Das ist der Geist, der träumt, ist alles, was er träumt, die 200 Gramm rote Gnede. Und das zu akzeptieren vor der Demo, die Kleinsten werden die Größten sein. Das ist die Bescheidenheit. Und das ist ein Prozess, der dauert ein ganzes Leben lang. Übrigens ganz nebenbei, die Frau, kennst du nicht, oder hast du das gehört? Frau, Fragebogen, das hier natürlich auch Präsenz der Frau, da steckt so viel mit drin. Toni hat natürlich auch eine Frau, hast mit zweiten Namen Ludovica. Jetzt ist nicht der Name ist besonders, jeder von euch hat einen besonderen Namen. Und dann kommen sie immer und sagen, kannst du mir Namen auffächern? So ist selbstverständlich, kann ich das. Mache ich aber nicht. Wenn du willst, studiere die Offenbarungen, bis du selber kannst. Und da wirst du dich wundern, wer du eigentlich bist. Es gibt kein Gut und kein Böse. Nur Facetten, die lückenlos ineinander greifen. Es gibt kein Wichtig und kein Weniger Wichtig. Was ist wichtiger zum Fahren? Der Motor im Auto oder der kleine Kabelstecker, der die Stromzufuhr von der Zündung ist? Das eine wie das andere, wenn du rausbaust, geht's nicht. Was ist das Wichtigste in deiner Schöpfung, der sich die Schöpfung ausdenkt, bist das einmal du. Du stehst eine Stufe vor allem, was du dir ausdenkst. Das ist diese Hierarchie der vier Ichs. Die zwei roten und die zwei blauen. Das ist die Energie und die Lampe. Ich UB und das Ich B in mir ist N. Dann brauchst du in dem B mehr ein Programm, das ist dein momentanes Konstrukt, dein Menschsein, das Buch als Programm gesehen. Und du brauchst eine momentane Maske, das symbolisiert, jetzt bin ich auf Seite 1, auf Seite 2, auf Seite 3, das flackert und dann hast du die Objekte, die hier über dieses ausdehnende Licht aufgeschmissen werden. Aber erleben du das nur der sich nicht verändert. Und das sind vergängliche Tode. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und das hast du die Physikbücher überall, wo wir reingehen, in allen Formen kann man das sehen. Können wir eine ganz kleine Pause machen? Dankeschön.